und weil ihr alle so cool seid und Ida auch richtig cool ist und eine richtig, richtig coole Rede geschrieben hat, ein Riesenapplaus für Ida! Ida! Hallo. Schön, dass ihr heute alle wieder so viele seid. Ich muss euch enttäuschen, ich habe keine krasse Rede geschrieben. Mir wurde gesagt, ey, wir brauchen noch jemanden, der was sagt und du könntest auch was sagen. Und vor 2 Wochen saß ich abends todmüde mit schmerzenden Füßen auf dem Sofa und habe die Tagesschau erwartet. Ich war hoffentlich wie ihr alle auch auf der Riesendemo und war super geflasht. Einmal einfach wie fand ihr die Demo? Und dann ging die Tagesschau los und die Tagesschau ging so 10 Minuten zum Klimakabinett, was von allen Seiten schärfste Kritik erfahren hat. Und dann gab es 10 Minuten Brennpunkt auch zum Klimaschutzpaket. Und das hat mich super glücklich gemacht, weil das ist echt krass, dass wir 2 Drittel der Tagesschau, also einer deutschlandweit ausgestrahlten, sehr beliebten Nachrichtensendung, erobert haben. Und dann noch eine 10 Minuten dauernde Brennpunkt-Sendung. Das fand ich sehr cool. Und ich war super empört über diesen minimalen CO2-Preis, der wirtschaftlich nichts bringt, dann sozial auch nichts bringt und niemanden dazu bringt, CO2 einzusparen bei der Produktion oder beim Einkauf. Und das hat mich super krass aufgeregt, wie unsere Zukunft da weggeschmissen wird. Und dann habe ich ein paar Tage später erlebt, wie 5 Minuten über die Pleite von Thomas Cook berichtet wurde. Das ist ein britischer Billigfliegerkonzern. Und dann gab es eine 10-minütige Brennpunkt-Sendung auch zu diesem Punkt, also 15 Minuten insgesamt. Und zum Schluss kam raus, die Bundesregierung fördert Condor, das ist praktisch die deutsche Abspaltung von Thomas Cook, auch Billigfliegerfirma. Und die fördert die, damit die nicht auch noch pleite gehen. Dachte ich mir so, ja, cool. Ist auch überhaupt nicht widersprüchlich, ne? Also ihr habt hier so ein Klimapaket beschlossen, was auf der einen Seite nichts bringt. Und dann fördert ihr auch noch eine Flugfirma. Finde ich gut gemacht. Sehe ich auch, ist voll logisch, ne? Genau meine Meinung. Ja, also das fand ich total bescheuert. Und ich kann ja verstehen, wenn man in der Schule ist und man hat so ein blödes Fach, Englisch oder Deutsch, und man hat irgendeinen motivierten Lehrer, man sitzt mit 4 Leuten zusammen, mit denen man nichts am Hut hat, man muss irgendwas Kreatives entwerfen, um die Leute zum Umweltschutz zu bringen. Da denkt man sich auch so, ey, die Note auf meinem Halbjahreszeugnis interessiert niemanden, ist mir egal. So, das finde ich voll okay. Aber so, wenn man über die Zukunft Deutschlands entscheidet, über die Zukunft von einem Industriestaat, der die Möglichkeit hat, Fortschritt einzuleiten und auch gegen die Klimakrise fortschrittlich und vorbildlich voranzugehen, dann kann man das doch nicht aussehen lassen wie so eine unmotivierte Gruppenarbeit. Ich meine, hier geht es nicht um Schule, sondern um unsere verdammte Zukunft. Soll dieses Klimapaket, nächste Woche soll dieses Klimapaket dann entschlossen werden und eben umgesetzt werden. Und ich finde es super cool, dass ihr jetzt 2 Wochen nach dieser großen Demo alle noch da seid, um politisch Druck zu machen, denn das lassen wir nicht durchgehen. Und wir haben schon über viele Monate hier politisch Druck gemacht. Und ich, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Und es wäre doch ganz cool, wenn wir die Politiker mal ein bisschen daran erinnern könnten, dass wir mit ihrem Beschluss ganz und gar nicht einverstanden sind und ihnen mal ein paar Briefe schicken, ein bisschen Post schicken, sie mit einem kleinen Gruß bedenken und sagen, ey Leute, das ist nicht unser Klimapaket. Und ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt weiter dranbleiben. Denn diese Entscheidung darf nicht durchgehen, denn es geht um unsere Zukunft und wir kämpfen, bis ihr handelt. Und solange wie ihr nicht angemessen handelt, hören wir nicht auf zu streiten. Dankeschön!